So, auf geht's nach Amsterdam. Ihr hört schon, wir stehen hier. Einen kleinen Parkplatz-Tipp kann ich euch geben. Wir stehen hier am Parkplatz Sloterdijk, heißt das. Da bezahlt ihr 1 Euro pro Tag. Und ihr könnt dann hier vergünstigte Bahntickets holen, könnt dann mit der Bahn fahren. Hier oben seht ihr, ist direkt der Bahnhof und da hinten, da vorne ist so ein Automat, da müsst ihr dieses Park-and-Ride-Ticket vorzeigen und dann könnt ihr hier mit der Bahn fahren für 2 Personen 5,50 Euro hin und zurück rein. Dann fahren wir mal los Richtung Amsterdam. So, wir sind angekommen hier, Amsterdam Zentral mit der U-Bahn, Zentralstation. Da müsst ihr aussteigen und dann geht es halt in einmal Richtung Henrik Plate oder so ähnlich und hier geht es dann Richtung Zentrum, wenn ihr unten rausgeht. Da haben wir den Bahnhof. Die U-Bahn-Station, wo wir gerade rausgekommen sind, hier ist eine große Baustelle. Und da hinten geht es dann auf der anderen Seite vom Bahnhof direkt Richtung Einkaufsstraße. Hier vorne legen die Schiffe ab. Die verschiedenen Boote hier. Könnt ihr so eine Kanaltour machen. Ich meine, bei Groupon bekommt ihr die aber günstiger. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da gibt es also immer wieder mal Gutscheine, wenn ihr sowas vorhabt. Ja, auch sehr schön, die Häuser direkt am Wasser oder im Wasser. Das darf auch kein Hochwasser sein, dann läuft er da in die Küche rein. Jetzt hier ist schon eine Menge Verkehr. Ich meine, der Verkehr hört aber hinten auf, am Ende der Einkaufsstraße. Hier jede Menge Restaurants und hier ist so ein holländischer Souvenirladen. Da bekommt ihr alles Mögliche, auch so Gummi, was weiß ich, so Penis, Aschenbecher und so ein Zeug. Hier gibt es wohl die besten holländischen Pommes hier. Mannequin-Piss. Aber ein Mannequin-Piss hier. Aber ihr könnt sehen, hier eine mega Schlange. Drüben ist Börs von der Lage. Überall hier die Gassen. Kleinen, engen Gassen. Habt ihr hier überall alle paar Meter. Hier gibt es natürlich jede Menge Käse. Gibt es auch die verschiedenen Museen. Vorhin mal das Sexmuseum. Hier habt ihr Body World. Ich glaube, das ist hier unser Körperwelten. Da hinten in dem hohen Gebäude, da war, glaube ich, Wachsfigurenkabinett damals drin. Und hier ist noch so ein Marktplatz. So, hier ist der zentrale Marktplatz. Ist heute eine Veranstaltung irgendwie. Und eine Demo. Da habt ihr Madame Tussaud, im Wachsfigurenkabinett. Dann geht's weiter und wenn er da hinten rüberläuft, dann kommt er zu den Grachten und da sind auch so ganz viele Imbissboden. Oder Imbissstände, wo ihr was essen könnt. So, hier sind die Grachten. Die Gracht hier rechts und links sind verschiedene Shops. Ich meine, hier irgendwo war auch das Hardrock-Café an der Seite. Und hier ist die No-Alcohol-Zone. 100 Euro Strafe. Hier eine weitere Gracht. Hier ist ein bisschen weniger los. Typischen Blumen, die man kennt ja von den Fotos und hier auch typischen Fahrräder. Wir sind jetzt gerade durch dieser Gasse hier vorne gegangen. Da bekommt ihr halt jede Menge Imbissboden, Snacks, Pommes, Pizza, Kuros, was weiß ich, alles Mögliche. Ja, hier ein weiterer Platz. Albert Heijn, ich glaube, da hinten fängt der Rotlichtbezirk auch an. Und hier ist das Ende einer Gracht. Ja, ihr Lieben, da habt ihr ein bisschen Amsterdam gesehen, aber wirklich nur kurz. Es war sehr, sehr voll. Ja, wir waren jetzt da Mitte August. Eigentlich die Ferien in NRW waren schon vorbei. Ich weiß nicht, ob die Leute hier Ferien haben. Es war ein Mittwoch und es war so voll, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich war schon mal am Wochenende da. Und wie gesagt, selbst da war es nicht so voll. Und das, obwohl es ständig angefangen hat zu regnen, ja. Muss sagen, sehr unangenehm. Die Shops waren auch alle voll. Ich war tatsächlich froh, wie wir nach 2 Stunden wieder zurück waren oder raus waren. Ich war ja schon häufiger in Amsterdam gewesen, ja. Ich hatte auch mal, im Dezember habt ihr immer so eine Lichtertour oder Lichterabend, da sind die Kanäle und die Grachten halt beleuchtet, da könnt ihr mit dem Boot darüber fahren, da sind dann so Lightshows und so von irgendwelchen Künstlern, ja, das ist eigentlich sehr schön gemacht. Da waren wir auch schon mal gewesen, haben uns tagsüber halt da aufgehalten, abends diese Lightshow gemacht.
Kann ich euch eigentlich empfehlen, wenn ihr nicht, wenn ihr aus der Nähe kommt. Wenn ihr jetzt hunderte von Kilometer weit fahrt, dafür lohnt es sich jetzt nicht. Aber wenn ihr aus der Nähe kommt, sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und selbst da war es auf jeden Fall nicht so voll gewesen. Ja. Da parken, da in Anslatterdijk, wo wir geparkt haben, ist so ein Park-and-Ride-Parkplatz. Das ist aber nicht der einzige. Ihr findet auch welche, einer heißt noch Olympia. Da müsst ihr dann mal eingehen, Park-and-Ride Amsterdam. Im Internet, da findet ihr die verschiedenen Standorte. Ja, vielleicht ist von euer zu Hause aus ja ein anderer Standort jetzt näher, wo ihr parken könnt. Denn wir sind vom Sloterdijk gut 25 Minuten gefahren und man darf halt mit diesem Ticket, und ich meine, das war früher anders gewesen, mit diesem Park-and-Ride-Ticket nur mit der Metro fahren, also mit der U-Bahn da vor Ort. Man darf also keinen normalen Zug nutzen. Ja, wir haben da, man hat da so ein, wie in London, so ein Check-in. Du hältst die Karte davor und kannst dann durchgehen. Dann geht die Tür auf und das hat halt in dem Moment nicht geklappt beim Zug. Und wir wussten erst gar nicht warum. Naja, hinterher haben wir festgestellt, wir durften halt nur mit der Metro fahren. Ich meine, das ist geändert. Wir sind damals mit dem Zug gefahren. Aber ich will auch nichts Falsches sagen. Vielleicht ist es auch schon immer so. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr euch so ein Ticket holt, geht zum Gleis mit M und nicht zum Zuggleis. Das ist zwar alles in einem Komplex, ja, aber die M fährt komischerweise oben ab, überhalb des Zuges, obwohl die eigentlich die Metro ist, die unten fährt. Hinterher geht sie irgendwann unter der Erde. Jo, wie gesagt, Amsterdam jetzt, ich habe ja schon viele verschiedene Großstädte gesehen und Amsterdam ist okay. Ja, es hat Flair durch die Grachten hinten. Was ich mir auch schon mal angesehen habe, ist das Anne-Frank-Haus, da kann ich euch auch empfehlen. Wirkt sehr. Fand ich zumindest realistisch, ja. Wenn man da durchgeht, man durchlebt halt dann die ganze Geschichte von der Anne Frank so ein bisschen. Und dann ist sie versteckt irgendwie hinter so einer Tür und dann hört man Stimmen da und so. Also finde ich, ist echt klasse gemacht. Ich würde euch aber raten, vorher zu reservieren. Da war damals schon eine lange Schlange und ich glaube, gerade am Wochenende ist das oft ausverkauft. Man kommt da nicht mit einer guten Laune raus. Er macht einen schon ziemlich nachdenklich. Wachsfigurenkabinett ist auch in Ordnung. Ist aber jetzt. Ja, weiß nicht, wer drauf steht, sollte sich das halt anschauen. Das ist aber ziemlich teuer. Aber auch da, wie ich schon bei der Bootstour auch gesagt habe, ebenfalls bekommt ihr bei Groupon halt relativ reduzierte Tickets öfters. Müsst ihr da mal reinschauen, gebt da einfach mal ein, ja. Essen und Trinken ist halt so eine Sache. Ihr habt halt da die Straße, wenn ihr vom Madame Tussauds nach links lauft, sind halt so viele Imbissbuden. Da kriegt ihr alles, ja. Da kriegt ihr Churritos oder Churichos oder wie heißt der? Churritos, Döner. Griechisch, was weiß ich, Döner, jede Menge. Hatte also zig von diesen Imbissbuden da, indisch, wo ihr euch was holen könnt. Ist natürlich günstiger als im Restaurant, aber sind trotzdem noch gesalzene Preise. Ihr habt zwischendurch auch Supermärkte wie Albert Heijn und so, aber selbst da fand ich es ein bisschen teurer als jetzt bei uns hier im Supermarkt. Im Großen und Ganzen riecht es oft nach Joint da auch, ja. Wir sind hier noch im Rotlichtbezirk gelandet. Ich dachte eigentlich, ich komme eine Straße eher raus, aber dann sind wir doch dadurch, zumindest eine Straße davon hatten wir halt noch gesehen. Ja. Was macht Amsterdam aus? Schwierig zu sagen. Im Vergleich zu anderen Großstädten finde ich jetzt, dass andere Großstädte tatsächlich mehr Sehenswürdigkeiten haben, ja. Ja, doch, würde ich schon sagen, jetzt wohl im Großen und Ganzen. Wie gesagt, und mir war halt einfach gestern auch zu voll und ich war tatsächlich froh, wie ich danach gut 2,5 Stunden wieder in der U-Bahn saß und zurück konnte, weil da war mir einfach zu viel Trouble, dann noch mit den nassen Klamotten und so. Hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Ja, dann schreibt mir mal gerne, wie fandet ihr denn Amsterdam? Wart ihr schon in Amsterdam? Wie hat es euch gefallen, ja? Oder was sind eure Highlights von Amsterdam? Was macht ihr immer, wenn ihr in Amsterdam seid? Würde mich mal interessieren. Dann, bis zum nächsten Video. Euer Olli, macht's gut.